In meinem letzten Let's Play, also auf meinem alten Account, auf meinem alten YouTube-Account, da habe ich sogar mal eine Täuschungskugel in einer dieser Kisten gefunden. Richtig klasse, also ich kann nur jedem empfehlen, nehmt diese Truhen mit, auch auf, als 85er. Das lohnt sich und mit etwas Glück werdet ihr dann auch fürstlich belohnt, denn so eine Täuschungskugel ist im Schnitt 10.000 Gold auf jedem Server wert. Es sei denn natürlich, man ist auf so einem leeren Server wie Netherrealm, jedenfalls auf, von der Allianz-Seite aus gesehen. Horde ist natürlich wieder proppevoll, das sieht man allein, wenn ich jetzt mal hier auf die Gilde gehe. Ja, schaut euch das an, 15 Leute online, um 12 Uhr mitten in der Woche. Ich denke mal, auf Seiten der Allianz hat im Moment nicht mal insgesamt 12 Leute online. Und deswegen habe ich das Let's Play hier auch als Hordler mal gestartet. Auf dem anderen Realm wollte ich nicht, weil mir dann das komplette Level-Gear gefehlt hätte. Und deswegen dachte ich mir, komm, warum nicht mal Horde? Ich habe längere Zeit Horde nicht mehr gespielt. Kann mir das durchaus interessant vorstellen und deswegen fangen wir einfach nochmal an. Mit einem Hordencharakter und nehmen das dabei auf. Mein altes Let's Play habe ich zu Ende aufgenommen, aber nicht zu Ende hochgeladen. Weil mir einfach am Ende die Motivation gefehlt hat. Ich hatte so einen Haufen von Müllvideos. Wirklich, Qualität war so schlecht. Also, die letzten 30 Videos waren vielleicht auf der Stufe der Qualität wie dieses jetzt hier. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm, was soll's. Ich beende das. Außerdem wollte ich mich halt nicht so unter Druck setzen mit den Videos. Und das habe ich damals schon echt getan. Ich habe echt versucht, zwei Videos am Tag hochzuladen. Ich hatte ja neben WoW auch noch andere Projekte. Und Gothic hatte ich gleichzeitig laufen und Rayman Origins. Die habe ich beide relativ weit gespielt. Gothic 1 habe ich sogar durchgespielt. Rayman Origins bis zu einer ziemlich weiten Stelle und auch auf 100% wohlgemerkt. Also, ja, muss ich mal gucken, was in Zukunft. Ob ich in Zukunft noch so ein Nebenprojekt starten möchte, beziehungsweise ob ihr das auch sehen wollt. Aber darüber werde ich mir auch erst echt Gedanken machen, wenn ich hier wirklich einen bestimmten Kern an Zuschauern habe, an regelmäßigen Zuschauern, dass ich auch mal so eine Umfrage machen kann, was denn gerne gesehen wird. Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, würde ich vielleicht eine maximal zwei Antworten drauf bekommen. Obwohl ich ja 11 Abonnenten habe, aber die Abonnentenanzahl ist ja selten, selten dafür, also als Vergleich geeignet, um die Viewzahl beziehungsweise um deine Zuschauer irgendwie zu ja, um die Zuschauer irgendwie vorzubestimmen. Noch eine Kiste. Wo geht mein Port hin? Dorf der Bluthufe. Toll. Zack. So, hier ist der Krinik. Der hatte meinen Elementarkräften nichts entgegenzuwirken und wir können wieder raus. Zurück zur Fernwacht. Die zwei Quests werden uns nicht zum Level abbringen, aber nah daran. Allerdings muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass ich jetzt sowieso noch nicht meinen Geisterwolf lernen könnte, weil hier in der Nähe gar kein Schamanenlehrer ist. Hätte ich keinen Schamanen gespielt, hätte ich, glaube ich, einen Paladin gespielt oder einen Todesritter. Todesritter war auch in meine nähere Auswahl gekommen, allerdings dachte ich mir, da gehen die ersten 55 Level flöten. Und die sind doch wirklich toll. Gerade weil die ganzen Quests von Stufe 1 bis 60 hier total überarbeitet wurden mit Kataklysmen. Und deswegen wirklich spannend und auch wirklich sehenswert sind. Ach, jetzt wieder der Soundtrack. Richtig klasse. Wo ist denn der Mond hier? Da. Der schöne Mond. Sowas ist doch ein Screenshot fast wert, hm?
Im Moment wird hier kein Schwein im Brachland sein. Wette ich drum. Bis auf die Borstennacken. Kargal. Schlachtnarbe. Blut und Donner. Ich habe eine Quest für dich. Ledertalier, besser als unsere, weil nochmal Int drauf. G55 Quests. Kraft und Ehre, seid gegrüßt. Vorräte für das Wegekreuz. Vorwärts zum Sieg. Gibt eine Folgequest. Karawane am Wegekreuz. Sprecht mit Halger Blutauge in der Fernwacht. Es geht also weiter. Mit der Karawane geht es los. Diesmal hier auf dem Kodo. Wir sitzen hier hinten mit einer Flinte und müssen anscheinend jetzt diesen Karawanenzug verteidigen. Gegen wen ist nur die Frage? Oh, okay. Mit Tab und 1 geht das sehr schnell. Da haben die nichts entgegenzusetzen. Zack, zack, zack. Die Kanone ist relativ stark, one-hittet eigentlich alles. Die Musik, die jetzt hier spielt, die mag ich jetzt allerdings wieder nicht, weil das ist ja dieser Warsong-Soundtrack. Der gefällt mir nicht so sehr. Der hätte ich es jetzt lieber, wenn wieder der Brachland-Soundtrack im Hintergrund läuft. Wie weit ist es denn noch? Dort unten ist das Wegekreuz. Oder reicht es? Müssen wir nur hier hin? Ah, wir müssen nur hier hin. Dort ist schon Kanal Fiss. Und zu dem müssen wir jetzt auch als erstes. Wie ihr seht, mache ich jetzt wieder eine Doppelfolge. Was braucht ihr? Heißt, ich werde das nachher in aller Ruhe schneiden, in zwei Teile, und dann ist das gut. Für die Horde. Level up, sehr schön, quetscht sie aus. Für die Horde. Und der Dungeon Browser funktioniert jetzt. Mal gucken. Komm. Ich wähle den zufälligen Dungeon. Vielleicht haben wir ja Glück. Allerdings bestimmt nicht als Heiler. Wenn jetzt in den nächsten 5 Minuten ein Wald kommt, gehe ich mit. Wenn nicht, dann gehe ich nicht mit. Ich mache mir wenig Hoffnung. 30 Stachel-Ehrbar-Hauer. Oh ja, an die Quest kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, früher waren es sogar mal 60. Habe ich so vage in Erinnerung. Karawane zum Wegekreuz. Okay, hier geht es jetzt gleich schon weiter zum Wegekreuz. Allerdings möchte ich jetzt natürlich erstmal die Quests hier abschließen. Hier sind wieder die Klingenmähnen. Diesmal eine andere Art, nämlich die Plünderer. Sind jetzt auch eine Stufe höher. Oh, ich habe hier wieder einen Punkt. Reduziert die Mana-Kosten eurer schadenverursachenden Offensivzauber. Schaden euer Schockzauber sowie Gewitter, Kettenblitzschlag, Blitzschlag. Oh ja, komm, das wird gelernt. Ich werde den Dungeon Bros melden. Das hat jetzt keinen Sinn. Muss man einfach mal ein bisschen logisch dran gehen. Ich habe jetzt noch 5 Minuten, bis die 30 voll sind, damit ich 2 15-Minuten-Parts hochladen kann. 6 Plünderer, okay. Verletzte Grunzer. Ich bin außer Reichweite. Schön ist, es ist hier alles jetzt in der Nähe zu erledigen. Bam. 218er Quitsch.
Okay, hier sind gleich zwei auf einmal. Die pulle ich auch mal gleichzeitig. Zack. Stachel-Eberhauer. Stachel-Eberhauer. Zwei Stück können droppen. Einer zu 100%, zwei wahrscheinlich mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Sehr schöne hohe Crit-Chance. Fünf von sechs Plünderer haben wir schon erledigt. Also die Hauptarbeit liegt wirklich darin, jetzt hier noch von Haufen von diesen Viechern zu töten für die Hauer. Früher gab es auch mal einen Quest, da musste man diese Sevras erledigen und musste von denen Hufe sammeln. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Wenn ja, die Quest war früher auch richtig nervig. Es wäre mal interessant, ich weiß gar nicht, gibt es noch solche Oldschool-WoW-Let's Plays, also wo es noch nicht Kataklysm gab? Wäre mal interessant, um nochmal auf die Seltenheit des pikanten Devia-Supremes-Rezepts hier zu kommen, ne? Nix da. Die Chance ist unglaublich, also ich wette bei 5% pro Mob hier. Stachel-Eberhauer, nochmal zwei. Brauchen wir jetzt noch 11. Ich bin außer Reichweite. Zack, 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 zack. Scheiße, hat Cooldown. Jetzt haben wir nochmal zwei. Hier ist noch ein Plünderer. Zack. Ich habe mir eine neue Version von Fraps gekauft. Mir war das gar nicht bewusst, dass es mittlerweile auch neue Versionen gibt. Und mit diesen Versionen zerlegt Fraps nicht mehr die Videodateien in mehrere Parts, sondern fasst die gleich zusammen in eine große Datei. Das hat natürlich den enormen Vorteil, dass man beim Bearbeiten... Scheiße, warum sind hier so viele Bäume hier? Dass man beim Bearbeiten die Dateien nicht immer erstmal alle zusammenfügen muss. Gefangenen der Klingenmähen abgeliefert. Wie klappt denn das? Ach so. Ja, das Ding ist jetzt, wir haben hier keine Klingenmähen mehr. Alle erledigt. Ich bin jetzt hier auf den Respawn angewiesen. Und der lässt irgendwie gerade auf sich warten. Wir müssen auf jeden Fall nochmal einen fangen und wir brauchen noch Hauer. Komm. Zum Zeitvertrag, zum Vertreib. Erlegen wir nochmal ein Zebra. So, und noch eins. Also das finde ich ein bisschen dämlich, weil Blizzard müsste eigentlich davon ausgehen, dass sowieso hier erstmal mehrere Leute grinden, um hier bestimmte Gegenstände zu bekommen oder Quests zu erledigen. Und die Respawn-Zeit hier so niedrig zu halten. Oh, war das hier oben nicht einer? Nee. Guck mal, hier ist keiner. Kein einziger mehr. Gut, ich denke, dann werde ich jetzt hier den Part erstmal beenden. Das macht ja keinen Sinn, jetzt hier Ewigkeiten zu warten. Passt ja auch mit zwei 15-Minuten-Parts hier etwa. Gut, dann mache ich im nächsten Part weiter. Und ja, bis dahin, wie immer, ciao.